Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde House Flipper. Ich muss sagen, wir gehen hier mal direkt durch die ganzen Türen, denn das sind ganz schön viele, und gehen an den Laptop. Wir müssen auf, nicht auf Mail, sondern auf Browser. So. Und dann kaufen wir uns mal diesen Huckster Haus. Hat 156 Quadratmeter, eine Etage und 8 Räume. Geile Garage auf jeden Fall. Dies ist ein ideales Haus für eine ruhige Familie. Vor einiger Zeit lebte dort eine glückliche Familie mit ihren Kindern. Ein Chemieprofessor und eine Buchhalterin. Es ist ziemlich interessant, dass sie viel Geld im Handel verdient haben. Das Haus blieb hier zurück. Verlust, dein Gewinn. Kevin Kostner. Und der verkauft anscheinend das Haus und wir haben es direkt gekauft. Keine beschädigte Wände, wunderschön. Da steht Hamburg. Ah ne, Hamburger. Hamburg. Hamburg. Was für ein Ding? Junge, was soll denn das sein? Ich dachte kurz gedacht, da steht Hamburg. Aber egal. So. Aha. Gut, ich würde mal sagen, warum ist da oben eine Pizza? Vorhin komme ich nicht mal an der Pizza dran. Schade. Egal, die Pizza bleibt dafür ewig. Warum kriege ich das hier nicht weg? Jo, wie windig ist es draußen. Ja, ich kann es nicht wegwischen. Egal. Gehen wir erstmal kurz rum. Okay, hier ist nichts. Oh, da ist eine Pizzaschachtel. Ach, Bruder, was ist mit der Tür passiert? Kann eigentlich auch direkt eine neue Tür rein, sage ich. So. Oder wie kann man dieses Haus nur so halten? Ich werde hier auch, glaube ich, nur weiß streichen alles. Und mehr mache ich auch nicht. So. Muss man doch wieder durchgucken können, oder? Ja, einigermaßen. Okay, was ich eigentlich machen wollte, ist den Schmutz wegmachen. So, hier ist irgendwo noch Schmutz. Ah, hier drauf. Hier ist auch schmutzig, so. Okay, das habe ich hier alles sauber gemacht. So. So, das ist draußen, deswegen geht's nicht. Ah. Warum kommt hier eine Waschmaschine hin? Egal. Okay, hier ist eine. Oha, Geld. Das verkaufe ich. Jo, die kosten auch 421. Ich werde reich. Die machen alle 421 Dollar. Das ist schon lecker. Ah, hier ist irgendwo dreckig. Okay, jetzt ist sauber. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Ja, das musst du mal den Mietern fragen oder die das Haus gehört haben.
Ah, jetzt ist es weg. Ist hier drin noch eine Toilette, ne? Ja. Okay. Warte mal, hier ist noch dreckig. Da war noch Dreck, okay. So. In dem Zimmer war ich schon. So, jetzt gehen wir hier in dieses Badezimmer. Warum ist es hier grün? Okay, haben wir auch. Ah, hier ist jetzt die Garage. Die können wir auch mal öffnen. Oje, guck mal, jetzt sieht die doch viel besser aus, das Haus, meine ich. Gut, jetzt war ich überall drin, außer in dem Raum noch. Aha. Warum ist das hier grün? Na, wer macht denn seine Wände grün? Okay, so. Jetzt müssen wir nochmal kurz hier draußen was gucken. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier nämlich alles gesäubert. Ich werde hier auch nichts anrichten. Ich werde hier nur weiß streichen. Ich werde jetzt hier einmal einen Cut machen für euch, damit ihr hier nicht seht, wie ich das die ganze Zeit weiß streiche. Ich werde jetzt hier einmal alle Räume, die es hier gibt, weiß streichen. Das heißt, ich mache jetzt einen riesen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn ich alle Zimmer weiß gestrichen habe. So, nach einer halben Ewigkeit später habe ich jetzt endlich mal die ganzen Wände hier weiß gestrichen. Ihr seht schon, es sieht tausendmal geiler aus. Ich habe hier die Haustür noch nicht richtig umgeändert. Und hier fehlt eine Heizung, merke ich gerade. Weil ich bin nämlich gerade schon auch dabei gewesen, die Heizungen zu montieren. Weil das müsste ich ja jetzt hier nicht ins Video zeigen. Ne? So, zack. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mal alles weiß gestrichen. Hier, ich habe auch neue Zimmertüren schon reingeballert. Hier seht ihr es, alle Räume sind weiß. Hier weiß. Das ist nicht weiß, weil das soll so sein. Und hier ist auch weiß. So, wir wollen jetzt aber noch hier die Badezimmer machen. Also weg mit dem. So. Wir müssen hier eigentlich nur eine Badewanne und eine Toilette kaufen. Okay. Und die Fliesen einmal umändern. Beziehungsweise ich lasse die Fliesen so, aber Wand. Fliesen. Aber man kann die gar nicht so lassen. Das heißt, man muss jetzt das neu machen. Oder? Okay, machen wir neu. So. Zack. Okay, so. Hier noch. Okay, so, jetzt brauche ich noch mehr. Okay, das ist nichts. So, zack. Okay, perfekt. Aber da. Mann. Hier mal platzieren, so. Nur noch den Boden einmal machen. Ich überlege gerade, in welcher Farbe ich den Boden mache. Ich würde ja sagen, wieder ein Weiß, ne? So. Perfekt. Jetzt haben wir hier auch mal ein besseres Bad. Gut, wir bauen jetzt erstmal die Toilette hier rein. Toilette. So.
Hallo, danke. Zack. Noch eine Badewanne. Badewanne. Nehmen wir die hier. Ach, das stimmt. Es wurde ja so gebaut, ne? Kann gar keine Badewanne hin. Ach, scheiß drauf. Hier kommt keine Badewanne rein. Fertig. So, jetzt kommt hier... Nein. Jetzt kommt hier noch einmal... Mann. Ach so. Badezimmer. Tür. So. Würde ich tatsächlich die hier reinmachen. Weil hier soll man ja in diesem Zimmer nicht reingucken. Deswegen. So. Gut, haben wir das auch erledigt. Jetzt gehen wir doch hier in dieses Badezimmer. Ich glaube, ich... Naja, ich mache das hier auch so wie in dem anderen Zimmer. Das sieht nicht viel besser aus. So. Dann einmal Fliesen. Wandfliesen. Da sind sie. Zack. Und los geht's. Dann haben wir nämlich alle Badezimmer gleich. Und dann ist es perfekt. Können wir dieses Haus hier endlich mal verkaufen. Ein bisschen Kohle. So. Zack. Zack. So. Okay, den letzten lasse ich einfach so, das merkt schon keiner, oder? Gut, Toilette, so. Toilette. Tun wir natürlich wieder die hier hin. So. Dann eine Dusche kommt hier hin. So. Dusche. Dusche. So. Ich sagen, machen wir hier so eine Eckdingens hin. Die passen einfach am besten. So. Perfekt. So. Waschbecken natürlich noch so. Ey. Waschbecken. So. Fertig. Noch ein Spiegel. Ein Spiegel machen wir denn da hin? Ich würde sagen, so ein, oder? Ja, passt schon. So, eine Badezimmerheizung. Badezimmerheizung. Müssen wir anders gucken. Badezimmer. Elektronische Ausrüstung, Badezimmer. Der findet das gar nicht mehr. Egal, es gibt kein Badezimmerheizung für die. So, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt das Haus. 25 Minuten insgesamt. Das ist doch mal eine Ansage. So. Oha, wir kriegen jetzt schon fast 100.000. Und wir haben nur 90.000 dafür bezahlt. Im Prinzip haben wir einfach nur neu gestrichen und die Zimmer neu gemacht. Okay, wir würden 22.000 plus machen. Mit der Familie Jens. Zwei Zimmer. In diesem Haus gibt es kein Schlafzimmer. Ja, die musst du dir selbst machen, Junge.
Dafür musst du jetzt hier 2000 Strafe zahlen, um reinzukommen. Okay, perfekt. So, Angebot annehmen. Geil, jetzt sind wir wieder 100.000 Euro reicher. Das schmeckt. Okay, Leute, ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao, ciao.